Hallo zusammen. Heute gibt es für euch meine Statistik aus dem Jahr 2017. Ich habe mal alles zusammengefasst, was ich relevant fand, um das in einer Statistik darzubieten. Meine Statistik setzt sich aus Goodreads und aus meinem Buch der Bücher zusammen. Manche Sachen sind bei Goodreads halt schon ganz toll aufgelistet, sodass ich es nur noch abschreiben musste. Manche Sachen musste ich mir selber zusammenrechnen und aufschreiben. Aber das habe ich gerade noch so hinbekommen, also ist das kein Problem. Dieses wird jetzt nur ein reines Statistikvideo sein. Das Video mit meinen Jahreshighlights werdet ihr dann separat sehen. Das ist eine Kombination aus Style und Talk und Jahreshighlights, also so ein Get Ready With Me, meine ersten Versuche. Naja, aber egal. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich schlage vor, wir fangen an mit meiner Statistik. Gelesene Bücher im Jahr 2017 kommen wir auf 47. Gelesene Seiten 23.556. Das entspricht durchschnittlich 1963 Seiten pro Monat. Das populärste Buch bedeutet, welches Buch die meisten Leser hat, jetzt auf Goodreads bezogen, ist Fahrenheit 451 mit 1.794.324 weiteren Lesern. Meine durchschnittliche Sternebewertung für das Jahr 2017 liegt bei 3,8 Sternen. Das bestbewertetste Buch, also durchschnittlich gesehen mit 4,43 Sternen, ist Throne of Glass, die Erbin des Feuers. Das ist der Auftakt der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Das längste Buch, welches ich gelesen habe, war S mit 1534 Seiten. Das kürzeste Buch, Die kleine Hexe, mit 127 Seiten. An weiblichen Autoren, wobei sich die weiblichen Autoren doppeln, da ich schon von einer Autorin fünf Bücher gelesen habe, sind 27. Also ich habe 27 Bücher gelesen, wo eine weibliche Autorin auf dem Buchdeckel steht. Männliche Autoren sind 23, was ich total toll finde, dass ich wirklich mal mehr weibliche Autoren gelesen habe. Wie gesagt, es doppelt sich. Meine häufigst gelesene Autorin ist Sarah J. Maas mit insgesamt fünf Büchern. Mein meistgelesenstes Genre ist Fantasy mit 17 Büchern. Danach folgt der Roman mit 11 Büchern und historische Romane mit 7 Büchern. Mein stärkster Monat bedeutet von der Anzahl der Bücher her, also jeweils 6 Bücher, waren der Mai und der Juli. Der stärkste Monat von der Seitenzahl her, weil über 3000 Seiten, war der Juni. Mein schwächster Monat von der Bücheranzahl und von der Seitenzahl her waren jeweils der August und der Dezember, jeweils nur 2 Bücher gelesen mit irgendwas insgesamt um die 800 Seiten. Die durchschnittliche Länge eines Buches betrug 428 Seiten. Neu entdeckte Autoren im Jahr 2017 definitiv an erster Stelle zu setzen: Sarah J. Maas, Ivo Pala, Robert Harris und Dan Simmons. Ich habe 9 Büchern das Prädikat 5 Sterne gegeben und 3 Büchern das Prädikat 2 Sterne. Abgebrochene Bücher waren es 7. Ja, das ist meine Jahresstatistik für 2017. Wie sieht eure Statistik aus? Also von der gelesenen Anzahl her, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Also ich habe definitiv meine Goodreads Challenge bestanden. Ich habe mir das Ziel von 45 Büchern gesetzt. 47 habe ich gelesen. Ich habe mir auch dieses Jahr wieder 45 Bücher vorgenommen, weil das so der Schnitt ist, den ich eigentlich ganz gut schaffe, ohne in Hektik zu geraten oder mich selber unter Druck zu setzen. Dann die Seitenanzahl. Seitdem ich Videos mache, ist das auch die meistgelesenste Seitenanzahl überhaupt, also 23.000 Seiten. Im Vergleich zum letzten Jahr lag ich, glaube ich, bei irgendwas um die 19.000 oder 20.000 Seiten. Also da habe ich mich schon enorm gesteigert.
Und ja, das soll es gewesen sein mit meiner Statistik für 2017. Wie gesagt, lasst mich mal wissen, wie eure Statistik so lautet. Was ist denn euer neu entdeckter Autor oder von welchem Autoren habt ihr die meisten Bücher gelesen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann danke ich euch wie immer für die Zeit, fürs Zuhören, fürs Zusehen und schlage vor, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.